Moin! Camping und Kaffee? Auf jeden Fall. Bei uns startet jeder Tag mit einem leckeren, kräftigen Kaffee. Wir lieben Kaffee. Und welche Zubereitungsarten wir so im Laufe unserer Camping- und Outdoor-Zeit ausprobiert haben, welche wir favorisieren, Tipps und Tricks, Vor- und Nachteile, die verraten wir euch hier im Video. Ich würde sagen, los geht's! Die erste Zubereitungsmethode ist die rustikale Art, und zwar mit dem Percolator. Wir haben hier den Percolator von Petromax. Gefällt uns allein optisch schon richtig gut. Ist halt schön Lagerfeuerromantik, ist aus emaillierten Stahl. Super robust, kann hinfallen. Ist vielleicht mal ein Bäulchen drin, tut aber der Funktion keinen Abbruch. Kann ins Lagerfeuer gestellt werden, funktioniert super auf Gas. Ist aber eine richtig rustikale Art zu kochen und wer Kaffee zu kochen und wer keinen rustikalen, kräftigen Kaffee mag, der ist hier nicht so richtig aufgehoben. Percolator meint, da ist so ein Aufsatz drin. Einsatz. Der Einsatz ist das Besondere am Percolator. Er besteht, wie ihr hier sehen könnt, aus drei Teilen. Wir haben hier oben den Deckel, dann den Träger für das Kaffeepulver und hier ein Steigrohr, durch das nachher das erhitzte Wasser laufen kann. Wir füllen den Träger für das Kaffeepulver immer ganz voll mit grob gemahlenem Kaffeepulver, stecken den Einsatz da zusammen und dann in die vorgefüllte Kaffeekanne. Und wir achten immer darauf, dass wir so einen Schwups Platz haben zwischen Wasser und dem Träger für das Kaffeepulver. So einen knappen Fingerbreit. Und was jetzt passiert ist, wenn man die Kanne dann auf die Flamme stellt, das Wasser erhitzt sich, kocht dann und steigt dann durch den Druck, der in der Kanne entsteht, durch das Röhrchen nach oben, blubbert hier oben raus, läuft dann durch das Kaffeepulver runter in das restliche Wasser. Das vermischt sich dann mit dem Kaffee, wird wieder erhitzt, steigt wieder hoch, läuft wieder durch das Kaffeepulver und so weiter. Und je länger man jetzt die Kanne auf der Gasflamme stehen lässt, desto stärker wird der Kaffee. Wir lassen die Kanne immer so 8 Minuten auf der Flamme stehen und dann schmeckt er uns richtig gut und ist dann halt auch richtig rustikal. Der Einsatz ist übrigens aus Aluminium, den gibt es aber mittlerweile auch aus Edelstahl. Wir haben den bestellt, haben wir leider noch nicht, aber danke an Philipp, der hat uns schon mal ein Foto geschickt. Müssen wir noch in Bremen abholen. Insgesamt finden wir die Methode richtig gut, wir mögen den Kaffee richtig gerne. Vorteile, man braucht keinen Kaffeefilter, ist schnell zu reinigen. Entschuldigung, man kann einfach hier zack, das Kaffeepulver ausschlagen und dann eben einmal über Wasser, genau. Und fertig ist. Nachteil, was haben wir für Nachteile? Nachteil ist, dass du immer zu dieser Kanne noch eine Thermoskanne brauchst, weil der Kaffee da natürlich nicht lange heiß bleibt. Genau, und übrigens Vorsicht, wenn man die Kanne anpackt, die ist halt komplett aus Metall und dementsprechend wird der Griff auch heiß, also für immer nur mit Handtuch. Getestet. Ja, Julia hat das schon für euch getestet. Und nicht cool. Ist Usel, das anders anzupacken. Ja, ansonsten ist keine Methode, um mal eben einen Kaffee zu machen. Oder nur eine Tasse. 1,3 Liter kann man damit insgesamt zubereiten. Super schöne Methode. Wir nutzen sie häufig im Sommer, wenn wir draußen Kaffee machen, weil hier drin im Winter braucht es auch ein bisschen viel Gas, wobei wir die Heizung abschalten können. Denkt man aber auch nicht immer dran, dann wird es auch wohl heiß. Also für draußen und im Sommer eine unserer bevorzugten Methoden. Und es ist so urig, wenn da drin der Kaffee kocht. Und es klappert dann immer so schön. Ja. Also unsere erste Methode, der Percolator. Ja. Die zweite Zubereitungsmethode ist die schnelle, und zwar mit einer Pressstempelkanne oder der sogenannten French Press. Ist ein richtiger Klassiker und wurde vermutlich so 1850 in Frankreich erfunden. Und dann hat aber das dänische Unternehmen Bodum 1974 diese Kanne neu aufgesetzt sozusagen. Neu designt. Ja, und hat die haben den Designpreis gewonnen. Den dänischen Designpreis haben die gewonnen und das ist, glaube ich, auch so weltweit die bekannteste Pressstempelkanne, also die ist auch von Bodum. Und das Tolle daran ist, der Kaffee ist unglaublich einfach und schnell zubereitet. Das und lecker auch. Und richtig lecker. Das Prinzip ist sehr simpel, man füllt den Kaffee, also das Kaffeepulver, in die Glaskanne, lässt dann Wasser kochen und das Wasser kurz abkühlen, füllt dann die Kanne mit Wasser auf, wartet so 3 bis 6 Minuten. Wir haben herausgefunden, für uns sind 5 Minuten perfekt. Müsst ihr herausfinden, je nachdem, einfach wie stark ihr den Kaffee haben wollt. Und dann rührt ihr mit dem Löffel das Ganze einmal kurz um, nehmt dann den Pressstempel und drückt den Kaffee dann, also den Kaffeesatz, nach unten. Und dann ist der Kaffee auch schon fertig.
Was noch ganz wichtig ist, dass ihr beim Pressstempel darauf achtet, hier oben ist diese kleine, so eine Ausschütthilfe, nenne ich das immer. Also das natürlich immer nach vorne, damit ihr den Kaffee danach auch schön aus der Kanne auskippen könnt. Ja, die Vorteile auch hier, ihr braucht keinen Kaffeefilter, was super praktisch ist. Und was natürlich wieder nicht so praktisch ist, eben das gleiche wie auch beim Percolator, ihr müsst das Ganze wieder in eine Thermoskanne füllen, weil ja, das hier drin in der bleibt Kanne dann natürlich wird da sehr schnell kalt. Jo. Und was aber auch noch super ist, ist es echt schnell zu reinigen, wobei eine kleine Einschränkung, man braucht viel Wasser dafür. Wenn man zum Beispiel autark steht und das Wasser knapp ist, dann ist das nicht so cool. Ansonsten ist die Reinigung aber super easy. Und vielleicht noch ein zweiter Teil, da hatten wir ja neulich drüber gesprochen. Wenn man kein Kaffeepulver im Kaffee mag, also wirklich so gar nicht, dann ist diese Methode nicht die richtige für euch, weil natürlich immer mal ein paar Kaffeekörner... Also ein bisschen Kaffeesatz hat man drin. Ja, ja, das ist so gerade so der letzte Schluck oder so. Also wenn der es gar nicht mag, für den ist es nichts. Vielleicht noch eine Sache, wir haben hier die aus Glas, die haben ja auch mehrere Touren mitgenommen. Ja. Bis einem von uns beiden, ich verrate jetzt nicht, wer es war, das Glas kaputt gegangen ist. Und wobei, man muss auch sagen, gibt es auch mittlerweile komplett aus Edelstahl. Ja. Ist für uns, wir mögen den Kaffee richtig gerne, aber wir haben eine andere präferierte Methode neben dem Percolator. Da kommen wir, gleich noch zu. Aber eine schöne Sache, der Kaffee ist wirklich ungefiltert im wahrsten Sinne des Wortes, richtig pur, richtig auch richtig lecker und eben auch schnell gemacht. Schnell gemacht. Ja, und gibt es natürlich auch in verschiedenen Größen. Ja, wir haben jetzt hier 1 Liter. Das ist perfekt für 2 Personen. Und ja, die zweite Methode ist die Pressstempelkanne oder French Press. Kommen wir zur Methode Nummer 3. Ja, die dritte Methode ist im Mokka-Maschine, Espresso-Maschine, Bialetti. Bialetti ist ähnlich wie Tempo-Taschentuch, gibt es auch von 1000 Firmen, aber Bialetti hat sich ist so so der durchgesetzt irgendwie. Also klassische italienische Arten, sich eine Mokka zuzubereiten. Wir hatten eine starke Espresso-Zeit, Mokka-Zeit, dann, wenn wir unterwegs waren. Und das ist ein ganz einfaches Prinzip, auch wieder Percolator-Prinzip. Also unten füllt man Wasser rein. Am besten schon heißes Wasser, damit die Kanne nicht so lange auf der Flamme stehen muss und das Kaffeepulver ja verbrennt quasi. Wasser nur einfüllen bis zu dem Ventil hier. Dann habt ihr hier den Siebträger, wo das Kaffeepulver reinkommt. Auch schön voll machen, oben einmal glatt machen und dann schraubt ihr oben den Aufsatz drauf. Dann auf die Flamme stellen, so mittlere Flamme reicht aus. Wasser aufkochen lassen und warten, bis oben hier das erste Mal Wasser austritt. Dann könnt ihr die Kanne auch von der Flamme nehmen oder die Flamme ausmachen. Der Rest drückt sich dann durch die Hitze automatisch raus. Ist ein super leckerer Kaffee, wie wir finden, oder Espresso oder Mokka. Ist für als Espresso-Ersatz super geeignet. Ist nicht mehr so unser Ding, weil wir einfach nicht mehr so viel Espresso trinken, aber ist natürlich auch urig, ein Klassiker. Und die Kanne ist aus Aluminium, gibt es aber mittlerweile auch von Bialetti und von anderen Firmen auch aus Edelstahl. Insofern. Und was toll ist, ihr könnt sowohl das ganz normal als Espresso trinken, man kann aber auch, das mögen nämlich auch viele, einfach einen doppelten Espresso in eine Tasse füllen und das mit Wasser aufkippen. Mhm. Ist dann quasi wie ein verlängerter Espresso und Kaffee, also ist auch sehr, sehr lecker. Weil es halt schon sehr, sehr intensiver Mokka ist. Also, schöne Methode. Für uns nicht mehr ganz das Richtige, weil wir gerne mehrere Pötte trinken beim langen Frühstück, aber super leckerer Kaffee und zu Hause machen wir uns damit auch öfter noch einen Mokka. Also insofern auch Daumen hoch. Kommen wir zur letzten Zubereitungsmethode, der praktischen, und zwar mit dem Handfilter. Prinzip ist vermutlich jedem klar, Kaffeefilter rein, Kaffee in den Kaffeefilter, dann auf ein Gefäß stellen, wir nehmen immer eine Thermoskanne. Das finden wir super praktisch, weil der Kaffee direkt in die Thermoskanne läuft. Dann füllt man einfach das Wasser oben rein und fertig ist der Kaffee. Wir nehmen übrigens für 1 Liter 8 gehäufte Teelöffel. Das ist mittlerweile wirklich unsere absolute Lieblings-Kaffee-Zubereitungsmethode. Kaffee-Zubereitungsmethode. Hangman-Wort, ja. Ja. Ist halt einfach schön, weil du hast halt den Kaffee fertig, nimmst ihn von der Thermoskanne runter, schüttest den Kaffee ein, machst die Thermoskanne zu, bleibt warm, nimmst den Handfilter, stellst ihn erstmal in die Spüle und dann kannst du ihn nachher einfach entsorgen in Müll. Und das Schöne ist, es ist halt Biomüll, den man zur Not, wenn man autark steht, auch mal ein kleines Loch graben kann, reintun kann. Die Würmer freuen sich und alles gut und super easy, nichts sauber zu machen. Das ist der Punkt. Ja. Man hat halt es direkt nicht wie bei den anderen Methoden. Da musste man es immer noch umfüllen in die Thermoskanne. Das hat man hier halt nicht. Man hat es direkt in der Thermoskanne. Das ist super. In den Filter einmal kurz mit Wasser ausgewaschen. Wenn überhaupt, dann ist fertig.
Ja, und was man vielleicht noch sagen kann, es gibt die auch nicht aus Plastik, so wie unsere hier. Hat sich bei uns aber bewährt, die nicht aus Keramik zu nehmen. Wir hatten ja eben schon mal gesagt, weil aus Keramik, die haben wir zu Hause, wenn wir zu Hause mit Handfilter aufschütten. Aber wenn die halt hinfallen, dann sind sie kaputt. Auch das haben wir schon ausprobiert für euch. Wenn man so veranlagt ist wie ich und ein bisschen tollpatschig, dann ist sowas beim Camping, wo eh nicht so viel Platz ist, einfach super. Deshalb haben wir diesen hier. Ist natürlich auch leichter. Und ja, das ist, glaube ich, auch alles, was man zu einem Handfilter sagen kann. Ja, das waren sie, unsere 4 Kaffee-Zubereitungsmethoden. Aber wir sind noch nicht ganz am Ende. Ja, was wir sagen wollten, die beste Aromatik im Kaffee erreicht ihr natürlich, wenn ihr eine ganze Bohne mitnehmt und die frisch mahlt, immer dann, wenn ihr Kaffee zubereiten wollt. In einer Mühle. Und das machen wir nicht. Weil ihr hört, das ist ziemlich laut. Und mein Job ist, morgens den Kaffee zuzubereiten. Julia schläft dann noch ein Ründchen. Und wenn ich dann mahle, dann könnt ihr euch vorstellen, wo ich Julia hängen habe, nämlich am Hals. Ja. Und das wollen wir nicht, deswegen nutzen wir die Kaffeemühle nur zu Hause. Gibt aber noch mal so ein bisschen Kick. Aber der tut es nicht aus, um dafür Julia am Hals hängen zu haben und zu ärgern. So, insofern, was wir machen ist, wir holen uns den Kaffee fertig gemahlen in unserer Lieblingskaffeerösterei hier in Essen. Und das ist vielleicht auch noch mal ein Tipp. Geht einfach mal zu einer Rösterei, falls ihr noch keine habt, das noch nicht gemacht habt. Es sind einfach auch meistens super schöne Lädchen mit Herzblut eingerichtet, wo die Menschen mit Leidenschaft ihrer Passion Kaffee nachgehen. Es riecht halt richtig gut. Meist gibt es auch noch lecker Schokolädchen, Teesorten, so kleine Nippes. Hat so ein bisschen was Kolonialwarenmäßiges, unsere Lieblingsrösterei. Und das macht schon Spaß. Und man kann sich eben auch beraten lassen, wie man den Kaffee zubereiten möchte. Wenn man jetzt sagt, ich mache das mit Percolator oder mit der Pressstempelkanne, dann bekommt man den richtigen Mahlgrad, also für Percolator und Pressstempel ein bisschen gröber. Oder halt wie letztens der Markus von Rubens sagte, also das ist unsere Lieblingsrösterei hier in Essen, sagte, hör mal, wenn ihr es mit Percolator macht, nehmt doch einen Kaffee, der ein bisschen weniger Säure hat, die Bohne, von vornherein, weil er durch das dauernde Aufkochen ein bisschen bitterer wird, der Kaffee, dann ist ja eben nicht so bitter, probiert es mal. Das war ein super Tipp. Der Tipp war echt Gold wert, weil der Kaffee, boah, der war, also es war echt einer der leckersten, die wir bisher so mitgenommen haben. Ja, bislang im Percolator, Und dann reicht der Kaffee aber auch nicht. Wir nehmen meistens ein bisschen zu wenig mit. Ist aber auch kein Problem, was wir nämlich mittlerweile gerne machen. Und auch das ein Tipp. Geht doch vor Ort, egal wo ihr seid, in Europa, wo in meiner Welt, gibt es halt Kaffeeröstereien. Das ist ein schöner Anlaufpunkt. Die sind meist nett gelegen oder oft zumindest nett gelegen. Man kommt direkt ins Gespräch. Man kommt ins Gespräch, man kann gucken, man kann sich direkt noch ein paar Tipps mitnehmen, was man vielleicht sich anschauen sollte, wo man gut essen gehen total. Kann, gut einkaufen gehen kann. Man freut sich und ihr habt wieder für eure Brühmethode den richtigen Kaffee und den richtigen Mahlgrad dabei. Das vielleicht noch als Tipp. Damit sind wir durch. Wir sind am Ende. Des Videos. Wenn ihr noch den ultimativen Tipp oder die ultimativen Tipps für uns habt zu diesen Sachen oder wenn ihr euren Kaffee ganz anders zubereitet, erzählt es uns gerne in den Kommentaren. Wir sind vielleicht super gespannt. Der mit French Press unterwegs ist oder nicht French Press, Aeropress oder so. Genau. Also erzählt doch mal eure Erfahrungen, was ihr noch habt, ob wir was falsch machen oder wie man noch mehr Aroma rausholt oder so. Wir auf sind jeden Fall, sehr gespannt. Ja, freuen uns wie immer auf den Austausch mit euch und schön, dass ihr bisher zugeschaut habt und wenn es euch gefallen hat, lasst wie immer total gerne einen Daumen hoch da. Oder ein Abo. Da freuen wir uns. Und ansonsten freuen wir uns immer auf den Austausch mit euch und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Ups, haben wir ja fast was vergessen. Ist ja Weihnachten. Frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten. Wünschen euch tolle Tage, Festtage im Kreise eurer Liebsten. Und wenn ihr euch gefragt habt, wovon wir hier die ganze Zeit so gegessen haben, wussten wir ja, wann wir überblenden und mal herzhaft zubeißen können, das Christstollenkonfekt von Julia. Das ist so lecker. Das Rezept verlinken wir euch, also den Link auf dem Blog, wo das Rezept steht, in den Kommentaren. Und lecker und duftig. Auch in 10 Minuten gemacht im Campingbackofen. Super. Jetzt aber. Habt schöne Weihnachten. Schöne Weihnachten. Ciao.